Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables, Jack und das Königreich der Lüfte. So, ich schau mal auf die Karte, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich soll hier hin? Ins Nirgendwo? Kann ich denn hier noch irgendwo hin? Der Weg geradeaus teilt sich in der Mitte. Hat das etwas mit dem fehlenden Ornament auf dem Podest zu tun? Ach, da gehört eine Rose hin. Ha, habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Okay, dann kann man da jetzt auch hin. Alles klar, weiter geht's. Die leeren Rahmen sind strategisch im Raum angeordnet. Welche Bilder könnten dort hineingehören? Was ist denn hier unten? Was ist denn? Ah, ein Adler. Huch. Die Frau an der Seite des Königs muss seine Ehefrau sein. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. So. Ich glaube, ich habe da nicht so... Oh, voll die mysteriöse Musik hier gerade. Der maskierten Prinzessin fehlt ihr königlicher Kopfschmuck. Prinzenmaske erstmal. Der gehört ihr aber nicht. Cello-Stimmgerät auch nicht. Okay, dann muss ich die Sachen noch finden. Und da kann man rein. Und was war hier? Okay. Hier ist noch eine... Da, ich will immer die gelbe Rose haben. Alle Männer auf diesem Porträt haben denselben durchdringenden Blick. Ach echt? Ach, ein Schmetterling. Das ist der Mann, den ich gerade eben gesehen habe. Da muss noch ein Prinz sein. In welcher Verbindung stehen die Porträts zu ihm? Okay. Alles klar. Die Rahmen und dann kommen da die Bilder. Egal. Wir gucken mal erstmal. Ich gehe mal erstmal nach links. Oh, da ist Jack. Jack! Ich nehme mal das Ding hier mit. Goldene Seiten. Wir reden mal mit Jack. Detective, that's a portrait of Emma. She must be around here somewhere. I have to find her. Ja. Jack. So. Ein Parabelteil. 3 von 4. Lady Emmas Abenteuer. Das ist gut. Sehr gut. Ich soll dem Hasen etwas zum Mümmeln besorgen. Ja, und so eine sexy Freundin. Da kann der Jack nicht widerstehen. Und wir wimmeln. Das erste Mal in diesem Part wieder. Immer diese pfiffige Musik. So, was soll es denn noch sein? Hier irgendwas Pinkes soll ich einsammeln. Das da. Und das da. Dann so ein kleines Blatt. Ein kleines, echt kleines, unscheinbares kleines Blatt. Findet man das denn auch wirklich? Dieses kleine, güldene Ding wird hier irgendwo rumstreunern. Tja. Dann noch so ein langes Metallteil. Das hier zum Beispiel. Der pinke Stein. Ja, jetzt fehlen nur noch die 2 Sachen. Wo ist denn jetzt dieses Ding? Das ist schon fies. Ich will ja auch nicht immer gleich einen Tipp nehmen, aber... Ich habe dann auch keine Lust, mich wegen einem Teil immer so lange aufhalten zu lassen. Oh ja, ganz groß. Hier. Und dann guckt man hier überall in diesem Kleinen. Voll gemein, ey. Delfinsphäre. Okay, wenn ihr meint. So, eine duftende und ungewöhnlich große Hibiskusblüte. Eine neue Züchtung? Ein Teil liegt ganz oben auf der Säule. Vielleicht bekomme ich die Giraffe mit Futter dazu, es herunterzustoßen. Okay, wie ihr meint. Was ist hier? Der Mädchenfigur fehlen 2 Blumendekorationen. Kannst du die... Ah, geht sogar. Okay. Und dann kriegt die noch eine Rose und dann hat sich's, ne? Okay, dann gehe ich jetzt erstmal nochmal dahin. Hier war... Do you remember this face, Detective? One of your more well-known cases, I believe. I know everything about you, Detective. Your every thought. Every move you'll make. Okay. Das kann nicht Jack gewesen sein. Das ist unmöglich. Das war ja auch nicht Jack. Jack steht doch da hinten. Ne? Okay. So. Ein Familienporträt mit dem König, den 3 Prinzen und... Emma?
Warum Emma? Und da ist die andere Blume. Der schmetterlingsverzierte Kästchen ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, wie zum Beispiel einen Schmetterlingsschlüssel. Tada! Der Edelsteinblume fehlt ein Insektendekor. Was ist denn ein Insektendekor? Was ist hier? Ich brauche etwas für den leeren Wirbelkasten, wie zum Beispiel diese goldenen... Nein, nicht. Cello-Dings. Das auch nicht. Okay, dann muss ich mal gucken, was da noch hingehört. Kaum zu glauben, dass jemand diese Kunstschätze so achtlos lagert. Was haben wir hier? Ist alles lila. Der Duft der Blumen macht mich ganz benommen. Ich muss sie abdecken. Aha. Okay, dann können wir jetzt hier wie bekloppt da die... Okay. Ja, na gut. Ein kühler Wind streicht durch die Blätter der dichten Baumkronen. Und noch eine Sphäre. Kriege ich jetzt das Giraffenfutter oder... Wenn ich nur einen Adler habe, brauche ich auch eigentlich gar nicht zurückgehen. Ich glaube, ich sollte vorsichtig sein, wo ich hintrete. Jack! Detective, that's a portrait of Emma. She must be around here somewhere. Ja, ciao. Ist mir egal, was du da erzählst. So, dann können wir hier die Dinger einsetzen. Mache ich gleich mal. Und dann, hier kriegt der hier seine Krone und du da deine. Oh, neue Parabel freigeschaltet. Oh. Welche denn? Welche ist jetzt fertig? Lady Emmas Abenteuer? Aber wenn wir das jetzt schon zuerst machen, ist auch doof. Können wir das jetzt auch lesen? Nee, 2 von 4. 2 von 4. 1 von 4. 2 von 4. Ich will aber nicht damit anfangen. Oder sind das alles verschiedene? Sind das alles wieder verschiedene? Dann ist ja egal, dann kann man das natürlich lesen. The story begins with a noble-born lady named Emma. Unsatisfied with her mundane lifestyle, she rebelled against her family and trained under the order of the Red Riding Hood sisters. During patrols, Emma saved a young man by the name of Jack, a fortune hunter with a charming smile and tales of adventure. They fell in love, and she left the sisters for a future with him. Jack had a dream as well, in the form of the elusive kingdom in the sky and the heist of a lifetime. But all his research fell to naught until Emma gave him the magic beans that had been in her family's possession for generations, a secret heirloom connected to the kingdom. But the kingdom proved to be as treacherous as it was bountiful. Emma found herself abandoned by the man she loved and at the mercy of the king and 3 princes of the kingdom. Unexpectedly, the king claimed Emma as his descendant, proven by her possession of the magic beans. He treated her like a daughter, but Emma soon realized the king had been bewitched to set upon a nefarious path that would destroy the world. Emma knew she would need help to stop the king. She sabotaged the floating kingdom, exposing its location, and hoped it would alert the attention of the fairy tale detective before the island's destruction went too far. Aber die lieben sich bestimmt trotzdem weiter. Das ist bestimmt voll die Liebesgeschichte. Akazienblätter ist bestimmt das Richtige für die Giraffe. Danke für die Sphäre. Tschüss. So. Jetzt kann ich noch wieder zurückgehen. Da war doch nichts mehr. Oder doch, da war noch was. Das darf ich nicht vergessen. Das hier muss Emmas Rotkäppchen-Umhang sein. Das Abzeichen sieht anders aus als das in Jacks Hütte. So, das habe ich alles. Weiß ich nicht. Packt man da noch was rauf oder warum kann man jetzt hier noch was machen? Das ist komisch. Man konnte doch... Wo konnte ich den... Ist das hier für den Engelmedaillon... Das Götter... Ach, tatsächlich. Okay. Das Bild hat sich verändert. Uiuiui, was ich hier alles... Gänseküken, Bärensphäre. Und die 3 Söhne, 3 von 4. Sieht aus, als ob der Ring, den ich gefunden habe, Teil des Siegels auf dem Kästchen ist. Ist jetzt hier nichts mehr, oder... Nee, ne? Okay.
So, Stimmwirbel, genau. Klar, sieht auch besser aus. Mit einem Cello ohne Saiten. Goldene Saiten und das Stimmgerät. Bitteschön, geht los. Müsste doch jetzt stimmen, oder? Waren alle grün. Jawohl. Dann können wir jetzt wimmeln und uns freuen. War alles richtig. So. Ich tapp hier schon wieder total im Dunkeln. Was suche ich eigentlich? Ich tippe irgendwie weiter im Dunkeln und es klappt. Da oben auch noch, nehme ich an, genau. Ich suche diese goldenen langen Dinger, die irgendwie gar nicht golden sind. Merke ich gerade. Das ist fertig, das ist fertig. Jetzt fehlt mir nur noch ein dieser Bogen. Wo ist denn der andere Bogen? Der andere war hier, dann ist der andere bestimmt da irgendwo. Wo denn? Wo denn? Ach, da drunter, ach, deswegen. Ist immer so doof, wenn man irgendwo hindrücken muss, um die Sachen zu sehen. Ja, ja, und das soll ich abdecken, kann ich aber nicht. Jetzt packen wir erstmal die Dinger hier rein. So, oh Gott. Bewege die Symbole mit Hilfe der Knöpfe an ihre vorgesehenen Plätze. Das kennen wir ja schon. Und wenn ich das jetzt mache... Ich glaube, ich muss den... Okay. Ohne nachzudenken, ja. Ich muss das hier erstmal kapieren. Ah, es ist aber doof jetzt. Nee, ich will das Herz da gar nicht mehr haben. Das wird... Nee, machen wir nochmal hier. Das Herz ist falsch da. Ich muss mich erstmal das... Kreuz da hinkriegen. So. Wunderbar. So. Pik soll hier hin. Karo soll da hin. Ja, dann machst du da und dann den da... Ach, das geht nicht. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Aber das geht. Ja, wunderbar. Müssen wir das Pik noch irgendwie hinkriegen? Pik muss bestimmt runter und da lang. Und voll den Umweg nehmen. Ach, Pik darf nicht... Na, das ist doof. Kriege ich Pik jetzt nie wieder raus hier? Doch, kriege ich noch hin. So. Ist schon mal gut. Kriege ich dich denn jetzt in die Ecke da? Wie kriege ich dich da in die Ecke? Muss irgendwie über den Pfeil muss der kommen. Muss der irgendwie hier rein. Ach, ist das doof. Ich krieg Pik da nicht hin. Ja, wenn ich den jetzt von hier kicken könnte, aber kann ich ja nicht. So was Blödes. Aber ich könnte dich nach oben schießen. Nee, kann ich nicht. Oh, dann wäre der nämlich hier schon mal gewesen. Dann hätte ich ihn dahin gepackt und dann dahin gepackt. Manu. Ja, ich weiß nicht, was ich mit Pik machen soll. Pik muss nochmal neu. Pik muss neu. Ich muss Pik dahin kriegen. Ich darf Pik irgendwie hier gar nicht am besten... Genau. Das ist genauso doof.
Doch. Hey! Voll doof. Das ist doof. Dann wird Peak nämlich hier weggeschleudert. Das ist ja gemein. Hm. Hm. Ja. Caro kriege ich irgendwie rein, aber Peak. Peak ist so eine Sache. Jetzt habe ich mit Peak genau dasselbe Problem. Wie kriege ich den denn da hin? Ich meine, wenn der nach rechts geht, dann wird er automatisch hier wieder hingeschossen, dann ist er da und dann bin ich wieder an der blöden Stelle, was aber nicht geht, weil er hier ja immer weggeht. Kriege ich das Karo-Ding hier irgendwie zufällig hin? Hm. Und wenn man den einfach mal... Hm. Glaube ich auch nicht. Wenn ich den nach unten schicke, wird es aber, glaube ich, auch nicht besser. Ich meine, habe ich noch nicht ausprobiert, aber warum sollte mir das helfen? Huch, jetzt ist der dahin geschleudert worden. Das wollte ich gar nicht. So, zack, ist er drinne. Bescheuert. Kann ich nicht mal runterkicken jetzt, oder was? Die dusselig. Ja, super. Jetzt ist der wieder da. Haha, blöd. So. Ja, ich könnte ihn höchstens wieder nach ganz oben schicken, dann ist der aber wieder da. Eigentlich gar nicht schlecht, wenn er hier ist, aber ich kann halt nicht von links machen. Das ist so blöd. Bringt ja nichts. Ja, ich weiß nicht, wie man Peak hinkriegt. Peak ist schwierig. Vielleicht ist es auch gar nicht schwierig und ich habe den Dreh noch nicht raus. Das mal so einfach wäre, den da runterploppen zu lassen, dann wäre er drinne. Nein, der muss irgendwie über diesen Weg hin. Ich muss den irgendwie dahin kriegen, aber hier kann ich auch, hier ist kein Drücker. Dann wäre der nämlich hier, wenn hier ein Drücker wäre. Aber hier ist auch kein Stopper. Keine Ahnung, wie man das macht. Weiß ich nicht. Ich glaube, Caro muss irgendwie helfen. Ich glaube, Caro muss helfen. So, dann wäre der da gestoppt. Das ist ja schon mal gut. So, guck mal. Oh, wie geil. Ich habe es hingekriegt. Prima. Und wie kriege ich den da jetzt jemals wieder raus? Geil. Ja. Ich meine, die Idee war gut. Oh! Ach, das geht? Yay, ich hab's geschafft. Oh Gott. Also man konnte hier drücken und dann... Ja, alles klar. Bitte keine noch eine Runde. Ja, danke schön. Prima. Great job, Detective. You got the Bolide Shard. Hand me the Queen's Ring. I'll help you open the box. No, Detective. He's an imposter. He's trying to trick you. I've heard rumors that Prince Julian is a shapeshifter. That's a handy trick for fooling people, isn't it? I'm sure you can tell that I'm the real Jack, can't you, Detective? Welcher von beiden ist der echte Jack? Wem soll ich den Ring geben? Ich nehme den hier, weil der hat eine Rose in der Hand. Warum sollte der eine Rose in der Hand haben? Give me the ring. Mache ich. Hahaha.
At last, the Queen's ring. Thank you, Detective. What would we do without you? When your miscreant little friend stole off with the ring, we thought it was gone forever. Now the power of the Shard can be unleashed, and the world will be a blank canvas for us to paint over. Kapitel 7. Head to the castle. Go! Ach, immer diese bösen Halunken. In Filmen, Märchenspielen. So, wir dürfen denen hinterhergehen mit unserem Gänseküken. Ist denn hier irgendwas, was wir hier noch machen können? Das sollten wir abdecken. Und die Giraffe. Die Giraffe kann kaut friedlich vor sich hin, genau. Kein Stress. Wo sind die denn jetzt alle hin? Leute, wo seid ihr alle? Ich kann ja mal den Adler einsetzen. Wo war denn das nochmal mit dem Adler? Hier, ne? Da ist er ja. We need to get that ring back, Detective. Ja. Und nu? Sagst du so? War das da? Nein. War das hier? Hier kann man ja auch gar nicht weiter zurück. Hier. Ach, da ist schon ein Adler sogar. Ach so. Wusste ich gar nicht. Come on, Detective. Ja. Coward. You turned your back on us. You left us here to die. You left me. I will never forgive you for that. Da ist aber jemand sauer auf den coolen Jack. Detective, I must tell you the truth about my past. 10 years ago, when the three princes and the Mad King overpowered us, my friends began to fall and I ran. I thought Emma was behind me. I chopped down the beanstalk so the princes couldn't follow me. And when I realized I was alone, it was too late. Emma's right. I was a coward. I've realized that Emma is more important to me than any treasure in the world. How can I get her to forgive me? Ich weiß auch nicht, Jack. Wahrscheinlich wird sie dir niemals vergeben. Dieser aufwendig gestaltete Gang muss zu einem richtigen Raum führen. Aber wir nehmen erstmal den ganzen Krempel mit. Da gehört bestimmt das Gänseküken rein und dann noch mehr ganz eine authentische Abbildung des Königs und der drei Prinzen. So, was können wir denn hier mal gucken? Ui. Am Stab des Engels fehlt ein Ornament. Auf dem Dreizack des Dämonen fehlt ein Ornament. Schädel, das gehört hier aber nicht hin, ne? Doch, aber das kann man dahin tun. Aha, aha. Was guckst du denn da so? Ja, wir gehen da jetzt mal gucken. Hier ist noch was zum Einsammeln. Noch mehr zum Einsammeln. Parabelteil. 3 von 4. Jack und die Bohnenstange. Das Skelett umklammert die Tasche, als wollte es nie mehr loslassen, was wohl darin ist. Ja, weiß ich auch nicht. Sehen wir eine Puppe, Würfel. Hier gehört noch was hin. Umgeben von all dieser Architektur ragt die Statue des Königs heraus wie ein Fremdkörper. Aber es ist schon, sieht schon cool aus. Das Königreich scheint in Tintenblau Intrigen und Mystik gehüllt. Ach, ich kann gerade nicht mehr reden, ey. Was mache ich jetzt? Gehe ich wieder zurück? Müssen wir zurück oder wo muss ich hin? Doch, ich muss da bleiben, ne? Ich bin hier noch gar nicht. Bin hier noch nicht so weit. Da habe ich nichts. Kann ich denn hier nichts machen? Doch, die Gans kann ich mitnehmen, natürlich. Und dann gehe ich zurück und pack die da rein. Nein, nicht da. Da. Hui. Und wieder ein Wimmelbild. Tja. So ein goldenes Ding.
Das da? Nee, wo ist es denn? Hier. Aber das ist nicht nur das einzig goldene Ding. Das auch? Nein. Das da, genau. Dann noch eins mit Rot. Irgendwie. Da. Und das letzte. Ist immer das Letzte, was mir fehlt. Ach, hinter der Puppe, alles klar. Und damit hätten wir dann auch das Schutzwappen. Was ist jetzt hier? Ein prachtvolles Babybettchen gefüllt mit Spielzeug und Kissen. Das erinnert mich irgendwie an das Babyzimmer von Chihiros Reise ins Zauberland, wo dieses verrückte Hexenbaby da drin ist. Dieser Puppenständer ist für kleine Füßchen gemacht. Ach, ist das süß. Das ist ja süß. Da gehört bestimmt irgendwo eine Puppe hin, genau. Schutz vom Seepferdchenhafe, gehört das hier auch noch? Nein. Würfel. Da kann man jetzt runtergehen. Das ist ja süß. Ah, oh, niedlich. Geh da hin und mach da das Herzchen rein. Da kann man dann auch noch die Blumen... Warte mal. Nimm mal die... Ja, nimm mal die da... Die Blumen. Nimm mal die Blumen mit. Kannst du das nicht? Die Blumen hier. Da sind doch Blumen. Hä? Die sollen doch auf den Tisch, oder nicht? Oder, ach nee, man soll die Vase bestimmt erstmal hinstellen. Und jetzt die Blumen nehmen, ne? Oder auch nicht. Hä? Okay, die wird man... Na gut, dann eben so. Aha, und jetzt das Herz. Oh, ist das süß! Zucker! Was krieg ich? Einen Schlüssel. Der gehört da rein. Aha, und dann krieg ich das Dämonending. Das passt ja. Teufelmedaillon in so einem friedlichen Puppenhaus. Das ist ja ganz allerliebst. Sich quasi selbst gegenüberzustehen, das muss ganz schön seltsam für Emma gewesen sein. Ja. Parabelteil. 3 von 4 Rumpelstilzchen. Gut, dann... Hier ist hier nichts mehr, oder? Kann man hier noch was machen? Auf der Säule befindet sich ein verdächtig freier Fleck. Vielleicht fehlt dort ein Porträt. Aha. Kann man hier noch was machen? Ein geradezu liebreizendes Porträt des Königs und der Königin bei der Taufe ihres Kindes. Ich brauche etwas, um Löcher in das Papier zu stanzen. Haben wir da was? Nee, ne? An der antiken Spieluhr fehlt eine Kurbel. Also hier können wir, glaube ich, gerade nichts so weit machen. Dann können wir das ja einsetzen. Und ein Spielchen machen. Dreh die einzelnen Quadrate so, dass ein Bild mit der vorgegebenen Anzahl von Sternen entsteht. 16 Sterne. Oh Gott, das ist ja immer was, wenn man die doch zählen muss. Wenn ihr meint. Ich rate einfach mal. Ja, ich habe keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das sind viel zu viele. Dann machen wir hier doch einfach mal weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hier vielleicht noch 2 mehr. Gibt es hier 2? Nee. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na toll. Oh. Wenn wir hier 2 draus machen, dann würde das doch gehen. Oh, jetzt gibt es da keine andere Hälfte für den Stern. Was soll denn das? Mache ich das eben so. Geht auch nicht, ne? Voll doofi. Warum gibt es hier keine andere Hälfte von dem Stern? Das ist voll doof.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ach, einer fehlt mir immer noch. Wieso denn einer? Dann muss ich das... Tja, wie mache ich das? Es sind einfach zu wenig hier. Hier waren jetzt 2. Mach das jetzt anders. Ja! Yeah! Wie schnell ich das immer hinkrieg. Manchmal überrascht mich das. Und da kann man jetzt hingehen. Emma, please let me explain. Get away from me. Okay, es gibt ein bisschen Beziehungsstress. Da können wir dann die Sachen reintun. Wir tun einfach mal so, als hätten wir das Problem nicht. Kann man da noch Sachen einsammeln? Nö. Wollen wir mal mit denen reden? A long time ago, an evil witch deceived the king into believing the Bolide Shard was a great treasure. He plans to use the shard to remake the world in a misguided belief that he is honoring his queen's dying wishes. There's a reason the king allows me to be here. I'm a descendant of his daughter. He sees her in me. I've tried to reason with him, but he won't listen to me. You must stop the king before it's too late. I will help you, but first we must restore the fallen pieces of the Sky Kingdom. Wir werden den beiden helfen, das Drama zu beenden, damit Jack und seine Freundin wieder glücklich zusammen sein können. Oh, Jack ist vergeben und liebt eine andere. Das überrascht mich nicht. Wir sehen uns im nächsten Part von Dark Parables, dem 6. Teil. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.